Uno. Pass. Tres. Los Ross. Und dann bist du ja eigentlich, glaube ich, dran. Das ist wohl möglich. Da macht schon wieder einer was kaputt. Sauerei. Gut, dann muss ich jetzt mal hier ein Machtwort sprechen. Was bist du? Ein wunderschönes Hallo. Ich fange nochmal an. Oder? Gar nichts. Ein anderes Hallo nach da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem lieben Nobody. Hallo! Und mit meiner Wenigkeit. Und wir haben die Horde-Nacht hinter uns gemacht. War sehr spannend. Guckt gerne die letzte Folge nochmal, wer es nicht gesehen hat. Genau. Und heute müssen wir unbedingt auf Luthor gehen, denn wir brauchen wieder unglaublich viele Ressourcen. Wir haben einiges vor, ich zumindest. Ich weiß nicht, Nobody sicherlich auch. Und maybe, das baby. Müssen wir jetzt regeln. Ich habe vergessen, den Gesundheitsbalken zu essen. Ich habe ihn genommen, aber vor lauter Schreck weiß ich jetzt nicht, was das für eine Auswirkung wirklich hatte. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob... Ne? Hast nicht gesehen. Aber ich würde sagen, warte mal noch so 2 Minuten, bevor wir losziehen zum Looten. Ja, ist okay. Ich muss auch noch ein bisschen sortieren hier. Und ich sag mal so, soll ich dich überraschen oder willst du in die Werkbank reingucken? Ich lass mich überraschen. Warum nicht? Okay, dann geh mal in 2 Minuten zur Werkbank. Okay. Jetzt guck schnell auf dein OBS, dann siehst du, wann 2 Minuten vorbei sind. Hab schon geguckt. So. Eigentlich sogar 1,5 Minuten, glaube ich. Mal ein bisschen Munition für die Donnerbüchse, weil die geht langsam zu Neige. Wie? Du hast noch eine Donnerbüchse im Betrieb? Ja, das ist meine. Ich habe keine normale Schrotflinte, ich nehme immer die Donnerbüchse. Kann ich das hier drin eigentlich machen? Oh, ich sitze mal wieder. Nee, das muss ich. Oh, das muss ich an der Werkbank machen. Ja, oh, dann. Aber gut, dass du das jetzt mit Donnerbüchse erwähnt hast. So habe ich jetzt gesehen, dass meine Schrotze Muni braucht. Ich lade mal komplett überall nach. Oh, ich müsste meinen Wärmer reparieren. Ach, Warteschlange ist voll. So. Circa 20 Sekunden. Naja, nicht mal mehr 20 Sekunden. Ich bin mal gespannt. Mein Messing muss hier. Das Messding. Ich mach mal ein bisschen. Kleine Sekunde mal. Gemutet. So, fertig? Nobody ist mal wieder nicht da hier. Ich wollte gerade die Zuschauer fragen, ob du mitkriegst, wenn ich dir im Kopf schieße. Da guck mal da rein. Eine Magnum. Geil. Nimm, gönn dir. Danke. Macht die, wie viel Schaden macht die denn? Oh, wir haben Airdrops? Seit wann das denn? Okay, soviel zum Thema Looten. Toasty! Dann nehme ich doch mal diese Magnum hier. Wie viel passen da rein? 6 Schuss wahrscheinlich. Ja. Bist du schon unterwegs im Looten? Ja. Gut, dann looten wir halt unabhängig voneinander. Also ich bin Airdrop-mäßig gerade unterwegs. Ach so, also nee, das ist okay. Ah ja, die wollte ich noch klären. So.
Ich warte mal auf Muni. Also hier beim machst du noch eine? Ja, beim Motorradfahren würde ich mir die First, also die Ego-Perspektive wünschen. Ja, das stimmt. Gut, Munition bleibt knapp. Gut, dann nehmen wir die Ego. Die Magnum. Die Ego, genau. Die Ego, jetzt hast du dich mit Ego verwirrt. Alternativ habe ich dich verwirrt. Genau. Sau. So. Du wolltest es so. Ich mach die Tür zu. Bist du schon beim Airdrop? Fast. Und jetzt, ihr Lieben, seht ihr auf einmal die EG, wie er vor mir aufpoppt. Ich bin lootgeil! Kann es sein, dass wir die auf alle 7 Tage gestellt haben? Wir haben ja letztes Mal gerätselt, wie lange. Ja, so in etwa. Wo ist denn jetzt der? Ach, da ist er. Das heißt immer nach dem Blutmond. Lüdrop. Bist du ruhig? Wir hätten uns irgendwie mal markieren müssen, in welchen Gebäuden wir schon weiter waren. Deswegen bist du wahrscheinlich auch in anderen Gefilden unterwegs, ja? Oh, viel Essen. 2x Pierce, okay. 2x Tuna, 8x Soupstock, 4x Rindfleischration, 4x Maismehl, 2x Shemways, 4x Peas, 4x Chili und 4x Hühnchenration. Und eine Dose Süß drin. Smürreprüt, Smürreprüt, rüm, plüm, plüm, plüm. Na, kennt ihr das noch, Kinder? Ach, ja. The good old days. So, ich düse mal hier in das Gebiet. Was hast du hier für ein Moped gemacht? Das kommt nicht mal hier diesen kleinen Hügel hoch. Du fährst es falsch. Ganz einfach. Aha. Jetzt hier einfach rein. So. So bin ich schon mal ein bisschen flotter und dreh's. Ja, also. Ich bin durstig. Das passt ja wieder. Du bist durstig. Das. So. Ja, also ich werde mal versuchen, wieder ein bisschen mehr mit Pfeil und Bogen zu machen, weil ja, mit Muni wurde langsam brenzlig bei dem Zümbichens. Ach, guck an. Wer hätte das gedacht? Ajo. Nee. Auch der Lobo, die braucht Munition. Falscher Winkel. So. Okay, gibt's keinen. Ich glaube, wir haben keinen Platz mehr in der Essenskiste. Hm. Wenn das eben so ist, packe ich es in die Medikiste. Hä? Was? Einmal kommen ja ganz viele Zombies. Ich habe einen mit der Keule gehauen. 6 Schläge hat er ausgehalten. Mhm. Und genau mit dem letzten Schlag sind irgendwie 10 Zombies so auf mich aufmerksam geworden. Warum auch immer. Ja, du hast den ihren Buddy hier gemobbt und bedrängt. Was denkst du? Magnum macht gut Schaden. Kann man nicht meckern. So, wo habe ich jetzt nochmal die Stadt mit dem Bunker da hinten? Komm, Richtung Sandsturm. Also, ich fand's echt krass hier bei dem Blutmond. Die Geier, hör mal, die sind ja richtig gefährlich jetzt. Ja, also, solange wir in dieser Bude waren, war alles tutti, ne? Aber sobald die Geier auf uns losgingen, war gar kein Halten mehr. Ach, du bist das. Ich denke schon, bist das für ein Geräusch. Nee, besonders, was krass ist. Ach, hier ist die schöne Immobilie. Ich
hier ist der Bunker, okay. Was besonders krass war immer, dass die A dich einholen auf dem Motorrad. Und zweitens, hör mal, wie stark die sind. Dass die dich sogar jetzt hier bespucken. Ja, bespucken und die haben auch ultra viel ausgehalten. Also ich habe die mit einer Shotgun-Ladung nicht totgekriegt mit einer. Auch sehr heftig, aber haben es ja irgendwie geschafft. Genau. Die Base hat eigentlich gut gehalten, bis zu dem Zeitpunkt, als sie den Motor kaputt gemacht haben. Also wäre der Motor nicht kaputt gegangen, hätten wir vielleicht sogar noch besser durchgehalten. Ja, aber das Problem ist, die kommen so unweigerlich drauf. Entweder auf die Base drauf oder schlagen die Base zu Klumpen. Langsam. Das war doch gar nicht, war eigentlich gar kein Problem. Also das haben wir eigentlich immer gut abgewehrt gehabt. Ja, das war aber jetzt Horde 2. Was passiert bei 3 oder 4? Weil das wird ja immer krasser. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich werde auf jeden Fall mit Zement das Ding upgraden noch. Ja, das ist unbedingt. Für einen Zementmischer brauchte ich irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen, deswegen wollte ich looten gehen. Verdammt, das waren sie mal. Guck mal. Zementmischer braucht... Ach, Motor. Stimmt, wir brauchen sehr viele Motoren. Deswegen wollte ich wieder unterwegs gehen, unterwegs sein. Und natürlich so, um Loot zu finden. Ah, hier geht's runter. Du kommst ein bisschen schneller angewuselt. Oh, hier. Uiui. In die Nüsse, Junge. Oh, hier liegt ein Wanderrucksack. Geil. Scheiße, ich bin gefangen. Oh, 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 oh. Geht's? Ich hoffe. Wenn er schneller nachlädt. Alternativ. Jetzt mit dem Bike. Ah, ein Crawler, verdammt. Den habe ich nicht gesehen. Die Sau. Okay. Siehst du, dass du dich halt... Nein! Ein Schlag hat noch gefehlt. Egal, den kriege ich gleich. Ja, bei dir aber auf jeden Fall nicht. Was bei mir? Bei dir hat der Schlag nicht mehr gefehlt. Nee, bei mir hat er nicht gefehlt, das stimmt. Schade. Aber gut, passiert. Also bis jetzt haben wir noch kein Kohlevorkommen gefunden. Das stimmt, aber es kann sein, dass es irgendwie mehr Richtung Wüste und sowas ist. Ja, ich bin in der Wüste. In der Wüste ist nichts. Kein Mensch braucht gar nichts. Oh, jetzt muss ich da noch hinlaufen, wo ich gerade war. Das finde ich am blödesten, wenn man stirbt, dass man einfach so einen scheiß weiten Weg wieder laufen muss. Ja, stören dir selber einen ab. Keine Lust. Keine Zeit. Warum ist mein Gewehr nicht repariert? Ich habe das doch reparieren müssen. Oh, drei Holzbretter im Auto. Hat sich ja total gelohnt. So. Uff. Ja, Leute, und bei euch so? Es geht. Es geht. Macht ihr so? Geht ihr auch durch die Wüste, so wie ich? GTH. Bräuchte so einen Ressourcenscanner, damit wir die Kohle finden. Oh, hier ist wieder so ein...
spring in die Garage Loch. Also in der Garage, ich spring ins Loch und komme, keine Ahnung, raus im Haus. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Die Kirche mache ich jetzt auch nicht. Neveskin Highschool. Wir sind nicht in Neveskin. Lügenfürsten. Da ist gleich ein Leichensäcke hinter der Kirche. Ohne Friedhof. So, hallo Moped. Hallo, TNG. Geht es dir? Ja, ganz gut. Durchladen hier. Und hier reparieren. Boah, Hase, du hast Glück gehabt, ich hätte dich fast umgemäht. Richtig, richtig Glück gehabt. Was ist denn das für ein Gebäude? Das habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen. Sieht richtig schick aus. Muss ich mir mal vom Nahen angucken. What the fuck? Oh, ein Geier! Kommt der denn her, der olle Schwede? Und so ist zieht Geier. Und ich bin wieder biokonserviert. Also hier hält der Crawler aus, Alter. Das ist doch noch eine halbe Portion. Ja, einiges scheinbar. Huh? Seit wann können Autos explodieren? Schon immer. Echt? Ich sehe das gerade zum ersten Mal, dass ein Auto explodiert. Ja, du musst aufpassen. Ich würde die nie auf die Autos zu oft einschlagen lassen. Ich habe gerade drauf geschossen, deswegen ist es explodiert. Ja, das würde ich auch nicht so oft tun. War keine Absicht. Lol. Das wusste ich echt nicht. Krass. Zu wissen. So, jetzt schauen wir uns mal da das Gebäude an. Boah, wo geht das gerade? Oh, hier ist ein Schrottplatz. Den will ich zuerst anschauen. Ein Schrottplatz? Ja. Oh, macht die Autos klein, ich brauche Motor. Ja, deswegen. Ich bin schon die ganze Zeit hier Autos am Looten wegen Motoren und Batterien. Und hast du einen? Nur Batterien. Und jetzt? Nur Batterien. Und jetzt? Nur Batterien. Und jetzt? Nur. Schatte! Piep ab. Jetzt habe ich ein Buch. Und jetzt? Vielleicht. Nein, ich habe noch keinen. Dafür habe ich über 12.000 Benzin. Einen habe ich jetzt. Bitte? Oh, ich über 12.000. Oh, jetzt habe ich auch einen. Ich habe 12.000 Benzin. Warum auch immer. Oh, ein Popo-Pilz, ein Chemways. Soll das ein kleiner Mall sein? Pete's Pub? Das ist ein richtig interessantes Gebäude, kenne ich so nicht. Ach, damals in der Alpha, wann war das? 10 und 11, da gab es dieses Standardgebäude in der Stadt. Dieses Kastenhaus, weißt du? Dieses Ja. Flachdachhaus, wo so zwei Stockwerke, drei, also Erdgeschoss und zwei Stockwerke hatte. Das war so ein richtig geiles Standardgebäude, wo man sich einfach sichern konnte und dann da seine Base errichten konnte. Oben im Dach noch schnell einen Garten. Das Gebäude vermisse ich ein bisschen. So. Alter, ich habe hier so einen Robotikhammer, den wir umstehen haben, Level 3 gefunden. Ja, den habe ich ja abgebaut, weil der nichts taugt. Jetzt haben wir zwei. So, mehr Autos, Alter Schwede. Oh, und ein Hund! Nein, daneben geschossen. Das ist aber ein komisches Auto. Hund? Wollte ich jetzt nicht schon wieder sterben, so.
Bobs Café. Ich habe mich jetzt erschreckt, muss ich zugeben. Ich markiere mal das Gebäude. Zeit passt ein Eigentum geschossen? Ja, meine Warteschlange ist voll und ich wollte Sachen reparieren. Oho. Nur 20 Sekunden. Oho. Bitte mal gucken, Pflasterstein kann ich wiederherstellen. Könnte ich das Lehm nehmen? Den Lehm. So. Sehe ich hier zum ersten Mal was Neues. Was ist das? Eine Art Fastfood-Dings? Oder noch FF steht? Da hinten ist ein Porn. Ey, cool. Dann ist da hinten wohl wirklich ein Shopping Mall hier. Also da müssen wir mal zusammen hinkommen. Das werde ich dann teilen. Hier ist direkt nebeneinander Poppen Pilz, Shamways. Und dann auch noch ein Pub. Klingt gut. Manchmal sehen die Autos nicht so aus, als ob man die noch looten kann. Aber die kann man dann einfach noch looten. Ja, ich weiß. Ich loote sie auf besondere Art. Mit meiner Wrench. Oh, draußen jault irgendwas. Oh, noch Motor. Da hinten ist auch ein Bus. Aha. Weg. Oh, Öl gefunden. Hast du Bogenschießen für Ranger Band 1 schon? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ups. Hm, ich nehme das mal. Scheiße. Muss ich gleich ins Motorrad packen. Ah, das brauche ich nicht. So, was hat der Bus? Sind hinten Autos? Was war das? Ja, da sind Autos. Warum springst du hier rum? So, wie komme ich wieder? So, ich sollte mal looten. Oh, FUC Sternchen. Das ist wieder ein Geier irgendwo. Was zum Geier? Wo ist er? Blöde Fieder. Ich muss sagen, die sind gelungen. Die sind unberechenbarer und flatterhafter. Also meine Zombies sind ein bisschen anders. Aber die haben sie verändert auf jeden Fall, sagen wir so. Und mehr. So, ich habe auch zwei Motoren. Und drei Batterien. Ist die Hahn, gnädige Frau. Dann mache ich auch mal wow. Dann müssen wir mit. Eine große Tankstelle. Ja, es könnte lohnenswert sein. So, brauchen wir einen. Was soll denn jetzt? Einfach alles rein jetzt hier. Was, das Inventar wieder leer. Ich mach jetzt Ausräumen auch mal alles. Das Ausräumen macht mir jetzt schon keinen Spaß. Ich pack jetzt auch mal alles in den Moped rein. Wenn es nicht schwer ist. Holz nicht mit. So. Aufbewahren, okay. Ne, die Etage habe ich noch gar nicht durchsucht, was immer. Aber doch habe ich auch noch nicht alles.
Alternativ. Ein Nahrungsstapel. Oh, da ist ein Gegner. Also die Subzonen bitte nicht abbauen. Aber auch dann irgendwann schön immer Sprit respawnen. Dis welcome. Boah. Oh, ich höre den Sklaventreiber, ich höre den Sklaventreiber. Ihr wisst, was das bedeutet. Jetzt schon? Ja. Ah, komm, 2-3 Minütchen länger. Ja, viel Spannende sehen sie bei mir jetzt nicht. Ich loot einfach nur das Haus weiter. Also von mir aus. Ja, bei mir hier, das ist das Spannendste, wird verpasst. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie spannend ihr das findet, wenn ich hier so ein Haus loote. Das würde uns auch unter Umständen weiterhelfen. Weiterhelfen. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir dann am Ende einer Folge angekommen. Genau. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, als auch ein Abo. Da würden wir uns ja freuen und damit würdet ihr uns auch unterstützen. Tipps, Ideen oder Tricks bitte in die Kommentare. Ne? Ja, danke für die Übernahme der Abmod. Ach, bist du? Nee, echt? Ja. Okay. Sorry. Ich hab nur mal die gehört. Nicht schlimm, alles gut. Sorry, ich bin im Abbau waren und ja. Ich hätte im Wesentlichen dasselbe gesagt, von daher ist ja kein Problem, Leute. Ihr habt ihn gehört. Guckt bei uns beiden vorbei. Lasst gern ein Abo da, wenn es euch gefällt und schaltet auch gern bei der nächsten Folge wieder ein. Uah. Uah. Wiedersehen. Uah, tschüss.